Nach einer interfraktionellen Vereinbarung finden wir die Aussprache zu diesem Einzeletat 224 Minuten vorgesehen. Das erlaubt das Bundesverfassungsgericht. Und dann haben wir über all das haben wir überhaupt nicht mehr zu reden. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort dem Kollegen Gregor Gysi. Können wir es auch verkraften, wenn wir eine allgemeine Lohn- und Gehaltssteigerung vornehmen? Präsident Poroschenko ist einen sehr mutigen Schritt gegangen, als er am letzten Freitag einen einseitigen Waffenstillstand verkündet hat. Dann müssten wir vier Bundeskanzler zum Haushalt 2014 und zur mittelfristigen Finanzplanung löst